ragazzi, ah, ciao, benito, bella. Hallo Rappelkiste, die Rappelkiste und ich sind wieder da und wir waren in Italien. Und auch wenn ich jetzt einige Wochen da war, spreche ich die Sprache immer noch nicht wirklich. Ja, aber ich finde, sie klingt so wunderschön. Ciao. Ciao heißt auf jeden Fall Hallo und Ragazzi ist sowas wie Gruppe von Kindern, Jungs und naja, ich wollte damit sagen, Hallo Rappelkids. Ja, uns hat es in den Süden verschlagen und in Italien haben wir natürlich ganz viel Pizza und ganz viel Pasta gegessen und natürlich ganz viel Gelato. Also italienisches Eis. Köstlich. Und wir waren am Strand und haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Das war schon herrlich. Aber jetzt sind wir auch froh, wieder hier bei euch zu sein, um euch davon erzählen zu können. Als die Rappelkiste und ich am Strand waren und so unsere Sandburgen gebaut haben, haben wir ganz viele italienische Kinder gesehen. Die fahren nämlich an den Wochenenden auch gerne an die Küste, weil es in Italien doch schon ziemlich heiß werden kann im Sommer. Und da tut so eine frische Brise vom Meer und natürlich das kühle Wasser sehr, sehr gut. Also gibt es dort neben haufenweise Urlaubern oder auch Touristen, wie man sagt, ganz viele einheimische Familien. Und das hat uns wirklich besonders viel Spaß gemacht, dort zuzuschauen. Einige Spiele, die die Kinder gespielt haben, sind ganz ähnlich wie bei uns auch. So gab es zum Beispiel ein Fangenspiel, das hieß, glaube ich, Ruba Bandiera und heißt so viel wie Fahnenklau. Da haben sich Kinder in zwei Gruppen eingeteilt und die eine Gruppe musste versuchen, die Fahnen der anderen zu klauen und zu verteidigen. Und dann gab es da noch ein Kartenspiel, das nicht nur die Kinder gerne gespielt haben, sondern besonders gerne auch die Großeltern. Das Spiel der drei Karten. Gioco della tre carte oder so ähnlich. Aber die Spielregeln habe ich leider bis heute noch nicht verstanden. Rappelkiste, welches Spiel hat dir denn besonders gut gefallen? Sollen wir mal reinschauen? Okay, dann kommt mit. Ein neues Klatschspiel, das ist perfekt. Das können wir den Kindern eigentlich super zeigen, denn einige von euch kommen ja jetzt auch bald in die Schule oder in den Kindergarten und da machen gemeinsame Klatschspiele besonders viel Spaß. Das ist eine gute Idee, aber leider hast du gar keine Hände, liebe Rappelkiste. Okay, da muss ich mir wohl selbst ein paar helfende Hände holen. Die schnipse ich mir am besten mal her, damit wir euch zeigen können, wie das Spiel geht. Achtung! Hallo, da sind ja meine helfenden Hallo. Händchen. Du, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Und zwar waren die Rappelkiste und ich im Urlaub und haben ein Klatschspiel da von den italienischen Kindern gelernt. Und da die Rappelkiste leider keine Hände hat, bräuchte ich jemanden, der mit mir zusammen den Kindern zeigt, wie das geht. Hast du Lust? Ja, total gerne. Okay, pass auf, dann zeige ich dir einmal, wie es geht. Zuerst mal klatschen wir einmal in die Hände und dann dreimal zusammen. Genau, und dann nochmal in die Hände und dreimal zusammen. Und der Text dazu geht so: Sa, ina, 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 crocodilola. Das sind eigentlich nur erfundene Wörter, klingt aber schön italienisch, oder? Ja. Wir machen es mal zusammen. Sa, ina, 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 crocodilola. Okay? Und dann mache ich meine Hände nach unten und du kribbelst so auf meinen Händen. Und zwar machen wir i, kri, kri, kri. Dann drehst du deine Hände um und ich mache i, kra, kra, kra. Okay? Okay.
Also I, kri, 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 I, kra, kra, kra. Richtig. Wir versuchen es mal zusammen zu machen, ja? Sa, ina, 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 krokodilo, la. I, kri, 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 I, kra, kra, kra. Sehr gut. Kannst du dir gut merken. Dann kommt es wieder wie am Anfang. Sa, ina, 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 krokodilo, la. Jetzt mache ich meine Hände wieder nach unten, aber diesmal kitzelst du die Hände nicht, sondern darfst einmal mit beiden Händen draufschlagen, machst ifo, jetzt du, nime, si, ja, a. Und jetzt darf derjenige, der seine Hände unten hat, überlegen, ob er die Hände wegzieht und der andere leider ins Leere haut, oder ob wir ein letztes Mal zum Abschluss zusammen draufklatschen. Genau. Wir machen es noch einmal alles hintereinander. Sa, ina, 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 krokodilo, la. I, kri, kri, kri. I, kra, kra, kra. Sa, ina, 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 krokodilo, la. Ifo ni me si ya a a. Sehr gut, wir haben zusammen eingeschlagen. Ist gar nicht so schwer, oder? Und noch schöner finde ich es, wenn man es nicht nur spricht, sondern auch singt. Ach cool. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Okay. Sa, ina, 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 krokodilo, la. I, kri, 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 I, kra, kra, kra. Sa, ina, 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 krokodilo, la. I, fo, ni, me, si, ja, a, a. Okay? Okay. Habt ihr zu Hause verstanden, wie es geht? Vielleicht habt ihr ja auch ein paar helfende Händchen bei euch, die es eine Runde mit euch zusammen machen können. Kriegen wir es einmal gesungen hin? Natürlich. Okay. Sa, ina, 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 krokodilo, la. I, kri, kri, kri. I, kra, kra, kra. Sa, ina, 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 krokodilo, la. I, fo, ni, me, si, ja, a, a. Wieso hast du sie weggezogen? Ah, wie schön. Ich finde, das macht total Spaß, oder? Ich auch. Und die Melodie bleibt total im Kopf. Ein totaler Ohrwurm. Das ist doch eigentlich auch eine schöne Idee für den Schulhof, oder? Ja. Spielt ihr sowas auf dem Schulhof, so Klatschspiele? Ja, spielen wir ziemlich oft. Ja, dann hast du ja jetzt direkt für nach den Ferien ein neues Spiel, das noch keiner kennt. So, dann schnipse ich meine helfenden Händchen mal wieder weg. Möchtest du den Kindern noch Tschüss sagen? Gerne. Tschüss! Na, habe ich euch zu viel versprochen? Das ist doch wirklich ein cooles neues Spiel für den Schulhof. Denn manchmal ist es ja auch gerade nach den Ferien oder wenn man neu an einer Schule oder in einer Kita ist, gar nicht so einfach, in die Freundschaften mit anderen zu kommen. Und am besten geht das doch einfach übers gemeinsame Spielen. Und so ein Klatschspiel eignet sich perfekt. Wenn ihr die Anleitung von dem Spiel braucht, dann schaut einfach mal unten in meiner Videobeschreibung. Da verlinke ich euch meine Homepage. Da könnt ihr euch die Anleitung kostenlos runterladen. Und sonst guckt euch das Video einfach nochmal von Anfang an. Ich bin mir sicher, wenn ihr es noch ein- oder zweimal gesehen habt, dann habt ihr den Dreh raus. So, und jetzt wünschen wir allen Kindern, bei denen die Ferien vorbei sind und die Schule wieder losgeht, einen guten Start ins neue Schuljahr. Und falls ihr noch ein bisschen Ferien habt, macht's wie wir, legt die Beine noch etwas hoch und lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut!